Uff, das ist befriedigend. Ja, erst kommen die cinematischen Aufnahmen ohne Kommentar und dann werde ich filmen, wie ranzig unser Zimmer geworden ist in einem Tag. Guten Morgen an unserem zweiten Tag in Paris. Die Ranzigkeit dieses Hotelzimmers sucht seinesgleichen und er macht wieder Yoga. Sieht halt so aus in diesem Hotelzimmer. Wir waren so keine 12 Stunden hier. Das ist ein Ding, was passiert ist. Ausgecheckt aus dem Hotel, das war Paris. Wir werden uns jetzt zum Auto begeben und hoffentlich nicht die schlimmste Überraschung unseres Lebens erleben, wenn wir gleich die Parkgebühren bezahlen müssen. Ich hoffe, es wird irgendwie möglich sein, dass wir das Pain und nicht in Pain sind. Das war so der Struggle 2019. Ich so mit meinem Bullshit-Französisch und irgendwie haben wir es hingekriegt und ich habe 24 Euro bezahlt für den Parkplatz. So, wir werden jetzt in diesem ranzigen Parkhaus diese ranzige Treppe nehmen. Dann fahren wir nach Brüssel. Eine Stunde und 10 Minuten hinter Paris. Sieht es so aus. Croissants aus dem Lidl-Backshop. Die grenzwertige französische Tank-Experience. Absolut nicht überteuert natürlich. Aber das kleine Autochen möchte gerne etwas trinken. Oh oh, unbefriedigend. Kannst du das akzeptieren? Ja, ich bin dir das eh eine ganze Ahnung. Wir haben gerade erfolgreich getankt. Wir machen jetzt gleich Live-Produkttest. Random Erdnussbutter und Discounter-Croissant unseres Vertrauens. Hat die Lenkradsperre aber drin? Wer hat die Lenkradsperre reingemacht? Ja, wahrscheinlich schon. Was steht auf diesem Schild? Die Frische Paria. A droite? A droite? Ich glaube, a droite. Was war das? Der Scheibenwischer. Machen wir mal an. Wir haben dieses tolle Croissant, wir haben diese Erdnussbutter, wir haben ein Messer. Mach mal ein Tutorial für das perfekte Reiseessen. Das perfekte Reiseessen, man nehme eine Schachteldose Erdnussbutter. Dann nimmt man eine kleine Menge, ungefähr eine Pekannuss. Eine Pekannuss. Schmeckt tatsächlich sehr gut. Man könnte es auch samtig nennen. Zurück zu Schritt 1 und wiederholen. Logbucheintrag undefiniert. Eine weitere Pause auf einem random Rastplatz. Aber jetzt bienvenue en Belgique. Jetzt nimm dein scheiß Handy, geh auf Google Maps und finde, wo das Ding ist. Ist da nicht so schwer. Episode 2. Wie viel Zeit habe ich, bis ich da vorne grübel, damit du mich anschreien wirst? Wie hieß es nochmal? Wo sind wir denn? Na, hier auf der Abfahrt. Ja, okay. Also ich muss unter der Autobahn durch und dann rechts. Ja, wir müssen. Also ist es doch hier richtig, was ich eingegeben habe? Ja, aber deine Zielführung endet halt unter der Autobahn. Da schlafen wir oder der Autobahn. Und sofort links abbiegen und der N6 weiter folgen in Richtung Tränen. Warte, ich kann es mal die Zielführung ab. Denke ich, dass ich dieses Parkhaus möchte. Dieses Videoprojekt, das erwächst zu seiner Größe von Aufwand, was ich nicht habe kommen sehen. Oh, grün, Fahrt! Grün! Ah. Du hast gesagt, ich soll ran. Du hast gesagt, ich soll ran. Uff, was ist denn hier los, ey? Ui. Halleluja. Wenn man das bezahlen würde, ist es. Uff. Uff. Das ist halt eine Sache, die gerade passiert ist. Diese Tore sind so aufgegangen. Boom. Parken. Baby-Handbremse. Wenn das nicht fancy ist,
Und jetzt ist es kostenlos. For free. Fahre nun mit dem Longboard so diese Strecke dahinter, einfach so, weil ich so sowas von muss. Random Parkhaus in Brüssel. Deine Steuergelder, meine Steuergelder, alles erbaut von unseren Steuergeldern. Ich weiß nicht, wo in dem Bild absolut ich bin. Aber ich auch nicht. Da. Wir sind leicht überfordert mit seiner Benennung. Laut Snapchat ist es das Sankt Antonaire, aber wir können daran keine 5 ausmachen. Ja, also, aber es ist sehr hübsch. Und jetzt scheint die Sonne. Wir sind motiviert. Super motiviert. Und da hinten war das Europaviertel. Das habt ihr gerade bestimmt schon wundervoll gesehen. Unsere Steuergelder sind, glaube ich, in Brüssel ganz gut angelegt. Schneiden. Ich möchte ab jetzt beim Schneiden nur noch diese Motivation hören. Zusammen schneiden. Circa 15 Kilometer mit dem Longboard quer durch Brüssel später. Ich bin erledigt. Ich habe gerade schon die Stufe erreicht, dass ich in diesem Springbrunnen da drüben gewesen bin. Meine Hände und Arme gewaschen habe, weil mir sehr warm war. Wir sind jetzt am Atomium, wie man uns schwer sieht. Haben wir nicht eben. Wir haben doch da drüben bereits geblockt. Flip gut. Dürüm, in dem so Pommes drin sind. Blaubelgien. Boom, 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 boom. I want you in my room. Und seine Stimme stirbt, weil er sich einen gigantischen Ventilator gekauft hat in Mannheim und der jetzt in seiner Wohnung. Das ist nicht die Ursache. Wir verlassen nun das beste Parkhaus aller Zeiten. In ewigen Gedenken wird es uns bleiben. So, Achtung, Achtung. Boah. Oh. Oh. Das war nicht drauf. Wir stehen natürlich, wie es sich gehört, im Parkverbot. Zitate von der Rezeption. Sie haben morgen nicht offen. Bleiben Sie einfach stehen. Stimme verreckte im letzten Teil des Satzes. Der 800.000. Shot von unserem wunderschönen Auto. Okay. Und jetzt geht es rein ins Hotel. Aber wenn wir alles. Ich sollte das Auto vielleicht filmen. Vielleicht sehen wir es zum letzten Mal, wenn wir morgen ja, abgeschleppt werden. Könnte das Branding angemessener sein? There's a window and it's actually and there's an Autobahn outside. Was ist das hier? Es gibt Dinge, die kann ich mir nicht erklären. Das ist eins davon. Ein Nichtlicht, also. Ein Nichtlicht. Guck, die Dusche ist groß. Haha, Witz über die Dusche in Paris. Ich glaube, man kann nicht verstehen, weil die Autobahn so laut ist. Verlaat auf Kammer ins Leute Tür geht.